Okay, es geht weiter mit Final Fantasy 1, wie immer. Okay. Echse, haben wir noch nicht gesehen. Töten wir erstmal. Was? Okay, die sind stark. Willst du mich verarschen? Warum hält der so viel aus? Wie viele Erfahrungspunkte haben mir jetzt gegeben, habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich dumm bin und schnell wegklicke. Wieder ein paar Gigaswürmer. Okay. Teufelsross haben wir noch nicht gesehen. Okay. Ach, verdammte Kacke, stirbt doch. Danke. Hier muss irgendwo eine Stadt sein. Okay, Ogre. So, und du machst Blitz auf ihn hier. 46, er lebt noch. Okay, heilen. Irgendwo rechts muss eine Stadt sein, halt bestand in der Komplettlösung. Okay, der Ogre ist schon tot, aber bisher sah der am besten animiert aus. Dankeschön. Hier ist die Stadt zum Glück. Ja, Pravoko. Hier sollte ich hin. Als erstes. Hilfe, wir werden tyrannisiert. Geht klar, Kumpel. Diese verdammten Piratenpack. Sie nehmen uns unser Hab und Gut und verwüsten die ganze Stadt. Elende Hunde. Ja, wir heilen uns und wir haben sehr viel Geld, wie ihr gerade gesehen habt. Verdammt, ich glaube, ich muss ja wieder leveln, weil ihr habt gerade gesehen, ich mache sehr wenig Schaden, obwohl ich Level 7 bin. Und hat man jetzt zum ersten Mal gesehen, wie man hier schläft. Das ist auch was Tolles. Und anscheinend gefällt es einem von meinen Abonnenten, Looney, entschuldige, wenn ich deinen Namen nicht so kenne. Okay, da ist der Pirat, wenn ich die jetzt anspreche, kämpfe ich gegen ihn. Ihm gefällt es wohl, dass ich das hier mache, also das mit die ganzen Final Fantasy Reihe. Gut, gut, gut. Es freut mich, wenn es dir gefällt. Kaufen. Kettenhelm, Eisenrüstung. Lederschild, Lederhandschuh. Nein, nein, nein. 4. Lederschild. Okay, jetzt brauche ich noch die Waffen. Und ein paar Zaubergegenstände. Hier gibt es auch welche. Ach, die Musik ist auch richtig idyllisch hier mal. Hier kann man seinen Charakter wiederbeleben. Habe ich ja schon einmal erzählt, oder? Wenn nicht, habe ich das jetzt gemacht. Okay, hier kann man Weißmagie. Habe hier Blitzschäden. Die feindliche Magie wird gebannt. So. Kann man immer gebrauchen und Silenzium mache ich mal. Schade, dass man immer noch 3 lernen kann, nicht mehr Magie. Ach, hier ist auch so ein Gegenstand, aber hier hole ich erstmal Eis für den Knaben hier. Mumm. Bisschen Mumm muss sein. Versetzt Gegner in den Zustand dunkel. Senkt Angriffsanzahl aller Gegner. Das ist doch mal gut. Ich hab da eine Frage, ob ich die... Ach, ich wusste das doch. Aber wieso ist dann sowas bei denen dann? Also diese Kreise, das ist dann unnötig. Breitschwert. Krummsäbel. Okay. Okay, jetzt rüsten wir mal kurz aus. Damit habt ihr bestimmt kein Problem. Lederschild. Lederhandschuh. Lederhandschuh.
So. Lederhandschuh. Lederhandschuh, aber ich habe doch mehr gekauft, oder nicht? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Anscheinend nur eingebildet. Egal, Einbildung ist auch eine Bildung. Okay, so wenige Bewohner sind hier gerade. Und hier kann man gegen den kämpfen. Captain, was? Ihr wollt euch mit Captain Vic anlegen, ihr elenden Landratten? Macht sie fertig, Männer. Ei, ei, Captain, wir verarbeiten zur Haifischfutter. Ich glaube eher mal umgekehrt, aber naja, egal. Bisschen träumen schadet ja nie. Ein Schaden. Es sind 9 Stück, wie ihr gerade gesehen habt. Nach diesem Part werde ich dann rumgehen und mal die Gegend erkunden und ein bisschen leveln. 120. Könnt ihr mal aufhören, Mike anzugreifen. Bernd ist bisher sehr stark, ist aber auch. Lucifer muss noch ein bisschen hier was machen. Bernd, zeig ihnen, was du kannst. 166, guter Bernd, guter Bernd. Guter Lucifer. 85, guter Mike. Und Lucifer, komm, zeig ihn, gut so. Und was ist jetzt aus einer Piratenbande? Nichts. Hier sind die Haifischfutter. Bei meinem Glasauge. Ich hab genug von Freibeuterei. Schöne gibt's nur Ärger. Ab heute werde ich zu einem ehrlichen Bürger. Glaubt mir, nehmt mein Schiff und macht damit, was ihr wollt. Schiff erhalten. Ja, wir halten jetzt ein Schiff in der Hand. Richtig, Leute, wir halten gerade ein Schiff in der Hand. Jetzt auf einmal kommen die alle raus. Dank euch müssen wir uns nicht von den Piraten fürchten. Wir sind euch zufrieden, ja. Küsst mir die Füße, ihr kleinen Hunde. Danke, dass du das gleiche erzählst wie der andere oben. Vielleicht dein Bruder. Okay, dann gibt es hier nichts eigentlich. Da haben wir schon alles geholt. Er ist jetzt ein ehrlicher Bürger. Glauben wir ihn einfach mal. Das wissen wir noch nicht, aber... Was macht der alte Mann da? Das sieht irgendwie verdächtig aus. Ich komme aus Westen, aus der Stadt Melmont. Nur mit Mühe konnte ich hier fliehen. Die Stadt ist in einem grauenvollen Zustand. Die Erde modert vor sich. Im Monster überfallen die Stadt überplündern. Okay, der kommt von einer anderen Stadt. Deswegen sieht er auch anders aus als die anderen hier. Okay, dann einfach mal raus. Der Seegang von Aldyl ist... Okay... Okay, bisschen Schiff fahren. Ich werde Karte haben, wo ich sehen kann, wo ich bin. Karte will ich haben. Okay, das speichere ich erstmal. Alle auf Level 8. Ich sollte zu einer Gaffer. Okay, erst ein Gaffer. Dieser perverse Hund. Blitz. Böser Blick. Nicht getroffen. Gut. Okay, die sind irgendwie schwach. Ich hoffe, ihr hört meine Mama nicht. Da kann ich noch nicht rein. Ich soll zur Elfeninsel oder so. Ich hoffe mal, das ist jetzt die Elfenstadt. Richtig, Elfenstadt. Hier sollte ich hin. Hier kann man tolle Ausrüstungsgegenstände kaufen, haben die gesagt. Eisen-Nunchuck, Dolch, Priester... Was will ein No... Ich sag einfach dazu nichts. Dolch kaufe ich einfach mal. Ey, was will ein schwarzer Magier mit einem Dolch? Er muss eher einen Stab benutzen. Aber das verstärkt seinen Angriff. Das ist ja schon einiges. Lucifer ist wohl ein Killer. Oh, bitte hilft unseren Prinzen. Was sollen wir ohne ihn nur tun? Geht klar, Chef. Geht klar. Oh, okay. Dafür muss ich sehr viel Geld sammeln.
Okay, eine neue Aufgabe. Ich muss Geld kaufen, sammeln. Ein Grabstein. Hier schläft Link. Leute, Zelda, sage ich nur, ein Grabstein. Wieso schläft hier Link? Okay, ich habe einfach keinen... Ich weiß einfach nicht. Oh, alle Zelda-Fans werden jetzt traurig sein. Link ist gestorben. Oh. Naja, er ist in Final Fantasy 1 gestorben. Anscheinend. Und hier brauche ich auch... Befechner gegen Untote. Heilung. Okay, ich brauche sehr viel Geld dafür. Ich muss sehr viel leveln. Okay. Der König der dunklen Elfen. Astos. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Astos. Who is Astos? Was machst du da in der Ecke? Ich reiste einst allein gegen die Westen. Dort verlief ich mich und stieß auf eine alte Schlossruine. Innerhalb der verwahrlosten Gemäuer war niemand anzutreffen. Ich hatte solche Angst und bin fortgerannt. Okay. Wenn unser Prinz seine Augenlider nicht bald öffnet, wird es keinen Elfenkönig geben und die bösen Mächte der dunklen Elfen werden das Elfenreich überschatten. Okay. Waffen und Rüstungen aus mit diesen Schlagkraft und sei robust. Benutzt sie und dann werdet ihr das Recht haben. Werdet ihr sehen, dass ich Recht habe, okay? Ich bin ein Prophet. Zu gegebener Zeit werde ich meine Prophezeiung aussprechen. Doch bis dann müsst ihr euch einen Geldot üben, meine jungen Kämpfer des Kristalls. Das ist die Kirche. Die Kirche darf ja auch nie fehlen. Wie viel kostet die Ausrüstung? Ah, die fehlt. Eisenrüstung habe ich da, oder? Ach du Scheiße, hat nicht mal genügend. Okay, ich muss sehr viel Geld sammeln, damit ich jetzt optimal ausgerüstet bin. Achso, ja, okay. War ich hier schon? Okay, ja, Eistra, okay. Und du? Ja, okay, du bist ein Prophet, haben wir auch schon bemerkt. Okay, ich kann... Okay, ein Hai. Böser Blick. Okay, Lähmung, verdammt. Egal, zum Glück habe ich Bernd, der macht sowieso genügend Schaden. Greif nicht meinen Mike an hier. Dankeschön. Ihr seht ja zum ersten Mal, wie ein Level aufgestiegen wird. Alle Level 9, okay. Ja, scheiße, dass ich keine Karte habe, um zu wissen, wo ich bin. Worte versagen, okay. Okay, nach dem Kampf werde ich sowieso schneiden dann. Könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen, ihr Bastarde? Hallo, darf ich auch mal angreifen? Danke. Okay, nach dem Kampf muss ich dann sehr viel, sehr viel leveln. Also sehr viel, trainieren und Geld sammeln, damit ich die ganzen besten Ausrüstungen da kaufen kann. Stirbst du? Danke. Okay, jetzt nur einer übrig. Einer von den Sahagin. Verdammte Scheiße, stirb mal. Danke, danke, danke. Okay, wir sehen uns hier wieder, wenn ich gelevelt habe und alles habe. Also, bis zum nächsten Mal.